geil. Ich kann ja auch mal aufhören, hier zu stürzen. Ist ja schrecklich. Geil, ich sehe deine Spur im Schnee vor mir. Okay. Und bin gegen den Brückenpfeiler gefahren. So, jetzt will ich aber die fette Rampe hier vorne mitnehmen. Ja. Aber wie halt, ne? Nee. Ich meinte die etwas zurückliegt, diese leicht gebogen, aber ich bin runtergefallen. So, hier ist die dicke Rampe. Ja. Man muss vorher ein bisschen nach rechts fahren, dann geht das. Ah, verdammt. Ich habe gerade mal 900 Punkte. Ich glaube, so viel hole ich jetzt hier nicht. Es war hauptsächlich ein Sturzfest. Ah, scheiße, 1900 Bronzemedaille. Wo bist du denn jetzt? Ja, noch einmal mit Skier gerade, aber irgendwie. Das ist eine Idee, ich hole auch mal. Ich wechsle auch mal auf die Skier. Ah, okay, Haltung. Ich fahr rückwärts. Ah, Hilfe, was machst du denn da? Kann ich wieder vorwärts fahren? Ich fahr auch rückwärts. Scheiße. Oh, das war ein Baum. Ah, du musst die zwei Sticks irgendwie drehen. Ja, sowas hat er mir gerade am Anfang angezeigt. Ich hab's einfach mal übersprungen. Komm dir näher, 70 Meter bin ich hinter dir. Ich hab mich gerade eben so fangen können nach der Drehung. So. Und rückwärts ins Ziel. Silber. Mit was nehmen wir mal? Schlitten fahren? Schlitten ist ja auch geil. Ich kann kein Schlitten fahren. Ach, Schlitten geht hier nicht, ne? Paraglider kann man. Ja, da hat den Wings wieder, oder fest hat die Klippe gar nicht hoch genug. Ich fand den gut. Ich gehe mal hier zur Rampe. Ich guck mal, ob das nicht vielleicht. Nee, kann ich nicht starten. Geht nur mit Bodensportarten. Ich bleib beim Snowboard. Ja, finde ich auch gut. Snowboard ist irgendwie easy. Ja. Ich weiß aber immer noch nicht, wie man eine Drehung beendet in der Luft. Loslassen. Ja, okay. Er hat sich bei mir noch weiter gedreht. Na gut. Also das ist schön. Immer schön durch Au. Ich bin in der Drehung in den Baum reingesprungen. Ich glaube, ich bin jetzt schon bestimmt schon viermal krankenhausreif gewesen. Boah, wow, doppelter Backflip. Geil. Kopfüber-Trophäe habe ich gerade gekriegt. Autsch. Ich glaube, die Tages- und Nachtzeit noch. Cool.
Jo, witzig. Ja, ist ja cool. So, ich will hier aber noch die Goldmedaille holen bei dem Red Bull Ding. Kann ja nicht so schwer sein. Silber habe ich ja schon. 4000 Punkte wollen die haben. Na gut. So grafisch ist das schon echt cool. Such a good one. Mhm. Ich befürchte, die 4000 Punkte kriege ich gerade nicht hin. Ja. Ja. Und nicht auf dem Kopf landen. Oh, ich habe Ubisoft Units verdient. Och Mann, ey, das ist mehr Sturz als kontrolliertes Fahren hier. Ja, aber ich glaube, das ist für den Livestream ganz nett heute Abend. Ja. Boah. Also Punkte sammeln, Sportspiele finde ich ja immer ganz gut, ne? Tony Hawk's Pro Skater 2, muss ich immer wieder dran denken. Boah, Alter, ich hänge an so einer blöden Kante hier, das gibt's doch nicht. Aber was wir auch gut hingekriegt haben, ist, das vermitteln schon echt einen guten Sinn von Geschwindigkeit, das Spiel. Das ist cool gemacht. Kriegst du auch so ein bisschen Tunnelblick, wenn du schneller wirst. Ach, verdammt. Ich hab gedacht, das passt noch. Das ist hier leicht mit 4000 Punkten. Ich will gar nicht wissen, wie das war schwer ist. Ah, der Backflip geht auch nicht immer. Der sagt zwischendurch mal nicht genügend Höhe. Dreifacher Backflip. Nicht schlecht. Ah, ich wollte gerade sagen, ich werde besser, aber werde ich auch, aber trotzdem lege ich mich noch auf den Sack her. 3100 Punkte, es wird besser. Fehlt nicht mehr viel. Das ist 3,5. Nicht schlecht. Nein, hier läuft gerade voll das alte Lied bei mir. Also das heißt voll alte, ne? Freestyler von den Bombfunk MCs, das muss so 1999 sein.
witzig. Oh, geil. Was hast du gemacht? Ich werde wieder nur mit dem selben Rand geschlagen. Witzig. Keine Ahnung. Ja, ich sehe dich auch hier rumfliegen. Durch die Botanik. Das macht schon echt Spaß hier, muss ich sagen. Oh. 3397, also jetzt bin ich ja motiviert. Ich will noch mal eine Runde. Ich glaube aber mit 4 Mann gibt es doch voll Chaos auf so einer Strecke. Och, scheiß Baum. Mein Freund der Baum, ey. Jetzt aber, komm! Jawohl! Wow, was war das denn? Der ist auf die Rampe gefahren, ist bei der Rampe irgendwie abgeprallt am Anfang und hat dann erstmal einen Vorwärtssalto gemacht. Was hast du geholt? Nee, im Moment sehe ich es noch nicht. Scheiße, ich muss wieder zurück, ich komme da nicht zurück. Ich muss oben ins Boah, ich komme nicht über die 3400 weg. Aber ich bin Level 3. Event eingeladen, der aktuell in dieser Region läuft. Es ist ein Freeride-Lauf. Das heißt, alles ist erlaubt. Die perfekte Bühne für dich, um deine Vielseitigkeit zu demonstrieren. Ach man. Sag, du stehst nämlich noch mit 3,5 bei mir. Oh, hier ist eine Rampe, die buggt öfters, wenn ich da drauf springe. Ja, stand mir gerade auch im Weg. Doch, verdammt. Eine Drehung zu viel. Scheiße!
Komm, gib einmal noch. Gib alles. Hol die 4000 Kugel, hab los. Oh nein, nein, nein! Ah, fall halt nicht auf die Schnauze. Ja. Das Problem habe ich auch. Was? Ich bin schon wieder an so einer Rampe katapultiert worden. Yes. Einen noch stehen, dann habe ich's. Tja, mein Lieber, 4897 habe ich gerade geholt. Wieso steht der Typ hier vorne an der Rampe und oxidiert da rum? Ich glaube, ich habe jetzt langsam den Dreh raus. 6101. What? Jo, Level 4. Ja, Frontflip ist ganz gut. Wenn du nach vorne den linken Stick nach oben drückst, da gibt es ordentlich Punkte für. Der schmeißt mich jedes Mal hin. Ja, habe ich aber auch oft das Problem hier. Ich weiß auch nicht, ob der zu blöd ist zum Fahren oder was. Bricht er das ab, weil ich zu weit vom Weg abgekommen bin? Einfach nur ein Stück zurückgefahren.
Dann nehme ich hier jeden scheiß Baum mit. Nicht schlecht. Wenn du abspringst, ne? Ja. Dann einfach wahllos in der Gegend rumwirbeln mit den Sticks. Ah, okay. Da macht der alles Mögliche und hat mir für einen Sprung schon 1000 Punkte gegeben. Ja, cool. Tatsächlich, du hast recht. Aber das funktioniert halt nicht immer und dann mit der Landung, irgendwie muss man mal mit der Landung das auschecken. Ja. Ja, können wir das nächste jetzt fahren. Nicht gut, nicht gut, nicht gut! Ach, ja, du hast recht, das mit der Landung ist schwer. Bist du geblitzreist? Ja, ne? Hast du eine Blitzreise gemacht, oder? Blitzreise. Wo bist du denn? Ich bin ganz unten. Ach so. Wir müssen erstmal gucken, was wir als nächstes machen wollen. Ja. Also bei mir wäre hier jetzt oben auf dem Berg, wenn du hochgehst, sind zwei gelbe Punkte. Mhm. Die Mittel steht da, glaube ich. Ja. Montlerie Ausgangspunkt. Genau, und dann gibt es da noch dieses mit dem Snowboard, ne? Da ist so ein Buch, ne? Und das andere ist so ein Snowboard. Genau. Ich auch. Oh, Heli. Das ist ja witzig. Hauptsache erstmal eine Dose Red Bull trinken. Boah, ist das eine Schleichwerbung. Ich meine, den Red Bull Heli kann ich ja noch verstehen, aber ein Red Bull trinken beim Aussteigen finde ich schon ein bisschen krank. Ja, bei mir schon. So, was soll man jetzt hier gucken? Ich muss mich nur genauer umsehen. Dann ich glaube, der Ort, den ich vorhin entdeckt habe, muss hier irgendwo sein. So viele Dinge, die ich noch nicht entdeckt habe. Mal genauer. Hast du Lust, dich mir anzuschließen? Ich bin mir ganz sicher, dass es hier irgendwo sein muss. Was soll man jetzt mit dem Fernglas gucken? Ich muss mich nur gut umsehen. Er muss hier in diesem Gebiet sein. Ob ich ihn finde, wenn ich nochmal gründlicher suche? So Notizen halt oder Panoramas. Also hier ganz da unten ist das mit dem Snowboard. Ach da. Wir können einfach mal runterspringen. Warte mal. Sportart. Nehmen wir den Fahrradleiter. Okay. Hopp. Wie kann man damit landen? Das ist egal. Zwei plus eins. Das L2 erhalten. So, wie kann ich nach unten laufen? Wenn du nach vorne drückst, geht er tiefer und wird schneller. Nach vorne? Ah, ja. Ja, warte, ich bin 40 Meter entfernt. Ich versuche das jetzt auch mal. Uah. Autsch. Harte Landung, aber es hat geklappt. Bleib stehen! Halte R2 gedrückt, um einen Sprung vorzubereiten. Lass vor dem Ende eine Rampe los. Ich mach die Snowboard-Sache jetzt hier. Ich bin hinter dir. Komm. Und ab geht's. Wow, Alter, was ist das denn für ein Gelände? Alter!
Das ist ja vollkommen krank. Springen, ne? Ich glaube, das Spiel ist ein Sturzsimulator. Sturz. So lange wie möglich fliegen. Okay. Ach so. Na gut. Yeah, ich hab die Goldmedaille. Ja, ich hab mich auf die Fresse gelegt. Wo bist denn runtergesprungen, dass du so weit fliegst? Ich bin einfach kein Strahl. Ich erzähl dir das nicht. Wo ist denn das Ziel? Verstehe es irgendwie nicht so ganz. Jawohl, ich habe die goldene Medaille. Du musst Guck dir das an. Ich habe 111 Punkte. Okay, das klingt ja gut. Du musst so hoch wie möglich, so lang wie möglich in der Luft bleiben, dann tut sich links so ein Balken ziehen, wo die Medaille. Okay. Und dann musst du musst aber auch landen, du darfst keinen Unfall machen, sondern du musst versuchen zu landen. Ich hab das irgendwie mit den Sticks, keine Ahnung. Boah. Ey, ich spring gar nicht weit genug dafür. Ich knall immer auf die Felsen. Voll Speed mit R2 und nach vorne drücken. Ah, okay. Und dann halt voll nach hinten abziehen den Stick. Ja, ja, ja. Okay. Hab mich auf die Fresse gelegt. Das ist das Problem. Irgendwie landen mit. Ich hab das halt irgendwie koordinieren in der Luft mit den Sticks irgendwie. Ne, also bis jetzt komme ich da noch nicht hin. Okay, dann kann ich schon. Ich bleib immer an irgendeinem scheiß Felsen hängen, weil ich nicht weit genug abspringe. Ich verstehe das nicht. Vielleicht starte ich auch zu nah an dem Ring und habe gar nicht genug Geschwindigkeit. Ich glaube, ich muss weiter hoch im Berg. Ja, ja, du musst wieder an den Ausgangspunkt hin. Du bist zu weit vorne. Ja, das ist das Problem. Dann gehe ich nochmal zum Ausgangspunkt. Ich habe mich jetzt erstmal mit meinem Anzug auf die Fresse gelegt. Ich bin jetzt wieder oben an der Plattform. So, ich probiere mal von hier oben dahin zu kommen. Leichter gesagt als getan. Nee, ich bin gerade mitten am Hang und fahre gerade echt schnell runter. Probier's jetzt mal so. Ich komme gar nicht darüber, hier sind viel zu viele Felsen im Weg. Scheiße, hier. Saflan. Ich krieg's nicht geschissen. Irgendwie. Ich komme nicht zu dem Startpunkt hin. Mit ja. Fernglas diesen Startpunkt anschauen und dann muss dort stehen, hier spielen oder so ähnlich mit X. Und dann kannst du das anwählen. Dann startest du genau hier oben. Okay. Ich kann den leider gar nicht sehen, weil ich viel zu weit oben bin. Hahaha. Super. Jetzt aber. Jetzt bin ich am richtigen Weg. Bin jetzt einfach ein Stück weiter nach rechts rüber gefahren und jetzt diesmal ging's. Du kannst oh, Scheiße, ich fahr voll daneben.
ein Dreieck aus dem machen. Ja, das ist klar. Och ey, jetzt lass mich doch mal das Fernglas auswählen. Ich stürze gerade einfach so den Berg runter. Ja, das waren bestimmt ein paar tausend Meter. Ich bin gleich ganz unten. Jawohl, noch einmal. 10.000 Punkte. Ich wäre schön, wenn ich das mal anfangen könnte, aber ich komme da nicht hin. Weil ich immer wieder auf der Bergkante ganz oben spawne und dann den Punkt nicht sehe. Geh mal auf Bergpanorama. Kreis. Ja, habe ich. Jetzt siehst du doch die Map. So. Ja. Also, dann ist doch da hier dieses. Ich wähle das jetzt mal aus. Freestyler oder wie das heißt, ne? Ach, jetzt geht's. Alles klar, okay. Dann musst du auch spielen, nicht nur statt spielen. Ja, jetzt ging's. Dann bist du weiter oben. Okay, ganz andere Nummer. Ah, das war ein Stein. Aber ich habe eine Bronze mit der Bindalie schon mal. Das ist doch was. Genau, dann kannst du dir jetzt mit 300 Meter Speed aufnehmen. Wow, okay. Das war ein absolut. 46 Punkte, yay. Nochmal. Ich war vorhin einfach zu nah dran an der Kante. Den genauen Winkel treffen, aber das passt. Das Landen ist halt irgendwie. Das ist schwer, ja. Yeah, so, jetzt habe ich alle kleine Pfeile. Das war einer für die Geschichtsbücher. Ja, ich krieg aber nur 140 Punkte hier, obwohl ich den gut gelandet habe. Muss ich irgendwelche Tricks zwischendurch dann noch machen? Wahrscheinlich, ne? Jo, 8.700. What? Yep. Tja, mein Lieber. Erst klappt es nicht und dann geht's richtig ab. Das geht nicht. Das war ein klasse Flug. Findest Gesang war wirklich Beachtung. Salomon startet einen neuen Event in Tirol. Und sie hätten sich gerne dabei. Dieser Lauf wird dich sowohl körperlich als auch mental fordern. Es ist eine lange Strecke durch verwinkelte Wälder ohne Markierungen. Du musst also schnell denken und die effizienteste Route finden, um hier zu gewinnen. Oh nein! Egal, Goldmedaille habe ich Silber und die anderen. Ja. Ich fürchte, das war auch Glückssache. Ich probiere das gerade nochmal zu wiederholen. Besser machen. Ah, 7.600. Ich komme aber nicht an meine eigene Punktzahl ran. Oh nein, 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 nein! So, wir gehen nochmal aufs Bergpanorama. Was haben wir jetzt da oben? Was ist denn das? Die Schneemänner. Zerstören. Hä, wie bitte? Das war ein absolut stylischer Mördersport. Was? Wo okay, bist, wo bist du denn jetzt? Mondfleur. Ach, das ist mit dem Buch. Ja, ja. Okay, ich reise mal hin. Wollen wir das machen? Ja. Schneemänner killen. Ich glaube schon.
Oh. Was war das denn jetzt? Ich probier's jetzt einfach mal, ich fahr jetzt mal zu der Markierung. Teuflischen Schneemänner. Die sind ja total weit weg. K.O. Ja. 137,0 G-Kräfte. Spannend. Und schon irgendeinen Schneemann gefunden? Ich steig gerade unten. Ja, ich auch. Das hatte ich gerade. Hatte ich gerade und danach war ich tot. Halt doch mal an. Heilige Scheiße! Bei Not kann man ja auch hinlaufen, ne? Ich purzel gerade den Berg runter und habe keine Chance anzuhalten. Ich bin dran vorbei, ich kann mir das an. Ich bin, glaube ich, auch dran vorbei. Ich weiß es nicht so genau. Ich habe gerade ein bisschen die Orientierung verloren. Ja, ich bin dran vorbeigefahren. Ich fahr mal links rüber und guck mal, ob ich da einen von denen erwische. Das ist gar nicht so leicht, wie es sich anhört. Wow, 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 wow. Ich komm gar nicht nach links rüber, was für ein Scheiß. Ich wenigstens mal einen von diesen blöden Schneemännern sehen würde. Ich bin da vorbeigesprungen, scheiße! Ich war direkt neben ihm. Wie bremst man denn eigentlich? Ich hab einen. Ich hab noch einen. Aber für Nummer 3 bin ich noch vorbeigesprungen. Wie hast du den kaputt gemacht? Ich bin einfach durchgefahren. Ja, ich bin auch gerade durchgefahren. Es dauert aber einen Moment, bis dir das zählt. Bei mir haben die zwei jetzt auch etwas gebraucht. Zack, Nummer 3. Hm.
Boah. Ich stürze Nerven halt, ne? Du rollst den halben Berg runter. Und hast keine Chance anzuhalten. Ich stürze schon seit 30 Sekunden hier. Ja, einen halben Tag mit auffallen, hier diese blöden Schneemänner zu jagen. Weil die an so bescheuerten Stellen sind. Ich weiß es nicht. Ich muss nochmal nach oben. Ah, du kannst aber auf deiner Route starten, ne? Das macht's ein bisschen leichter. Ja. Das wusste ich bis gerade nicht. Wenn ich jetzt noch dahin fahren würde, wo ich ihn hinhaben will. Ja, da will ich auch hin. Verkackt. Ach, mit Schieren, der Herr, so, so. Weiß ich nicht, das ist die böse Weihnachtsmannmusik. Ich glaube auch. Boah, ist das nervig, ey. Dann denkst du, du bist gerade auf dem richtigen Weg und dann bremst der ab, weil der Hang steiler wird. Und fährt in die falsche Richtung. Ich hasse diese Mission. Das ist eines der nervigsten. Dieses Suchspiel geht mir so auf den Sack. Du musst doch irgendeinen scheiß Weg geben. Ich hab diese scheiß Nehme. Wieso haben wir diese Mission gestartet? Genau. Oh, man kann Helikoptertickets benutzen? Wusstest du das? Inwiefern? Ja, wenn du auf eine Stelle auf der Karte markierst, wo du hin willst und dann X gedrückt hältst auf der Bergkarte, dann kannst du ein Helikopterticket benutzen. Ja. Kannst du auch nach Alaska reisen. Achso, ja, kannst du die Aktivität hier nicht spielen. Boah, der eine ist so scheiße angeordnet. Wie soll man den denn erwischen? Ich nehme erstmal die auf der anderen Hangseite. Laufen. Ich laufe jetzt zum Schneemann hin. Den Schneemann in den Arsch. Zählen die eigentlich für dich auch mit, wenn ich die wegmache? Nee, ne?
Wäre eigentlich ganz witzig, wenn man das im Koop schaffen könnte. So, ich bin jetzt in der Nähe. Ich glaube, ich schaff's. Der Schneemann ist, weil du kannst uns nicht aufhalten, wir sind überall. Warte. Ja. 5 habe ich schon. Ach, das sind nicht nur die, die markiert sind, da sind mehrere in einer Reihe dann, die du wegballern kannst. Ich habe 7. Hm. Auf der anderen Bergseite ist es deutlich einfacher. Raus und schieße weg. Ich hole gleich die Elmoa raus. Flammenwerfer. Jetzt das Flammengeschütz, weißt du, vom Firequest. Dann wäre hier ganz schnell Feierabend. Irgendwo habe ich noch einen übersehen. Da ist halt mitten da hier so ein scheiß Kreuz im Weg. Drei Stück noch, das kann ja nicht so schwer sein. Wenn ich den Scheiß hier fertig habe, mache ich nie wieder so eine Suchmission. Schnell wechseln zum Fallschirm. Ah, warum geht das denn? Ich bin sicher, dass es hier irgendwo sein muss. Ach, stehen. Ich sehe mich mal um. Stehen. Fahr da rüber ab. Komm. Dann holen wir uns den Scheiß Schneemann unten. Es kann nicht mehr weit sein. Zu weit entfernt. Yeah, ich bin auf dem Weg. Die Stelle, die ich entdeckt habe, ist irgendwo hier in der Nähe. Ich guck mich nochmal genauer um. Bremsen, 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 bremsen. Das sind Bäume. Da ist das Nebel. Nein, ich bin dran vorbei. Scheiße, das ist so knapp. Die Dinger sind auch klein.